Kalimera, Freunde, und Gruß an die Welt. Heute haben wir Freitag, den 21. April 23, und das Wetter ist momentan etwas bewölkt. Wir haben zwar 20 Grad unten am Meer, bei uns im Dorf in Castellos ist es 1-2 Grad kühler und leichter Nieselregen. Deshalb sitzen wir heute auf einer überdachten Terrasse. Und ich habe die Zeit genützt und mir Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise ich habe mir aus den letzten Videos die Kommentare durchgelesen, auch von den persönlichen Zuschriften, die von euch gekommen sind. In den Kommentaren wird öfters gefragt, wie es sich so hier auf Kreta lebt. Dazu muss man sagen, jeder empfindet Kreta unterschiedlich. Angefangen von der Motivation, okay, warum möchte ich nach Kreta, warum möchte ich dort bleiben? Die Voraussetzungen sind bei jedem individuell unterschiedlich. Der eine möchte 6 Monate hier bleiben und 6 Monate wieder zurückgehen. Die anderen sagen, ja, ich breche alles ab und lebe für immer hier. Die nächsten sagen, okay, ich komme 2-3 Mal hier auf die Insel und suche mir aber trotzdem eine feste Unterkunft. Sprich, ganzjährig bezahlt, immer wieder die gleiche. Und mir sind dann einige Fragen aufgefallen, wie ich da durchgesehen habe. Zum Beispiel kam die Frage, wie ist so die Bürokratie hier auf Kreta? Es kann einfach sein, aber es kann auch, ich würde nicht sagen, kompliziert werden. Man sollte bedenken, man kommt aus einem Land, Deutschland, Österreich, man ist in diesem System aufgewachsen, man weiß, okay, wo bekomme ich welche Dokumente oder was muss ich tun, um das oder jenes zu erledigen. Wenn man jetzt neu hierher kommt, ehrlich gesagt, da weiß man nicht, wo man anfangen soll. Und da ergeben sich oft schon in den Anfangszeiten etliche Probleme, zum Beispiel, ja, wie funktioniert die Bürokratie hier auf Kreta? Ja, die einen sagen kompliziert, die anderen sagen, es ist einfach. Ja, wenn man es weiß, ist einfach. In den letzten Jahren wurde auch sehr viel, also seit 2020, sehr viel digitalisiert. Es gibt so eine Art digitales Amt, wo man einen Zugang bekommen kann, beziehungsweise man kann dann zum Beispiel Strom an- und abmelden, Telefonrechnungen bezahlen, alles möglich. Ob jetzt die Bürokratie einfach oder kompliziert ist, empfindet auch jeder anders. Jeder hat anderen Zugang zum Land, zur Insel, ohne Vorkenntnisse, mit Vorkenntnisse. Man ist schon langjähriger, zumindest Urlaubsgast hier, und dementsprechend ergeben sich dann die Probleme. Von der Bürokratie her, ich sage euch einmal ein Beispiel. Nehmen wir an, ihr wollt eine Steuernummer. Steuernummer ist hier auf Kreta das Um und Auf. Also ihr braucht wegen jedem Schmarrn, wenn ich so sagen darf, braucht ihr eine Steuernummer. Ihr habt einen Mietvertrag, ihr wollt Internet anmelden, erste Steuernummer. Also da fängt das Problem eigentlich dann schon an. So, ich gebe euch einmal ein kurzes Beispiel. Ihr wollt eine Steuernummer, wir wohnen hier zwischen Chania und Retimno und für uns ist eigentlich der Weg nach Retimno viel einfacher. Wir haben 50 Kilometer nach Retimno, 40 Kilometer haben wir nach Chania. Wir wohnen bei Jojopoli und dann in die Berge rauf neben Kurnas in Castellos. So, jetzt geht man, erster Weg, okay, wir gehen aufs Finanzamt. Nette Dame und die Frage lautet, okay, wir möchten eine Steuernummer. Die nette Dame, okay, wo wohnt ihr? Wir wohnen in Castellos. Okay, da braucht ihr diese Papiere, diese Papiere, diese Papiere, das, da und jenes.
So, man fährt nach Hause, kramt das ganze Zeug zusammen und nächsten oder übernächsten Tag wieder ab nach Rethymno aufs Finanzamt. So, die Dame beginnt zu schreiben. Ja, es ist ein irrsinniger Aufwand an Papier, muss man auch dazu sagen. Es ist so wie im Fernsehen, wenn man sieht. Ja. Bis dann die Frage kommt nach einem Monat. Wir sagen nochmal, Castellos. Und dann hat die Dame gemerkt, okay, oh, ja, die Postleitzahl Castellos ist aber nicht in Rethymno oder für Rethymno zuständig. Bis wir erstens das einmal gecheckt haben, es gibt ein zweites Castellos nämlich und das ist bei Rethymno, also unterhalb von Rethymno. Und als wir gesagt haben, okay, Castellos, ja, passt, war die Dame der Meinung, wir meinen das andere Castellos. So, jetzt hat uns die Dame dann freundlichst erklärt, mit unserer Postleitzahl ist das Finanzamt in Hania zuständig. Wir also wieder alles zusammengegraben und wieder ab nach Hause. Gut, denn die nächsten Tage zum Finanzamt in Hania. Dort angekommen, ja, wir haben uns tatsächlich verlaufen. Also wir sind da irgendwo herumgeirrt, irgendwo beim Markt, bis wir gemerkt haben, okay, gleich hinter dem Altmarkt, der jetzt renoviert wird übrigens, ist das Finanzamt. Wir kommen dort hinein und wir wussten ja schon, welche Dokumente wir brauchen. Okay. Auch eine sehr nette Dame beginnt zum Ausfüllen. Ja, und irgendwie merkte die Dame, ups, da fehlt etwas. Ja, was sollte fehlen? Dies und jenes. Okay. Bis wir eigentlich mal drauf gekommen sind, 2017 war das noch, dass es so ist, dass zum Beispiel, was in Rethymno jetzt da am Amt benötigt wird, nicht zwangsweise in Hania benötigt wird. Da kann das eine oder andere Dokument falsch oder richtig sein oder es wird noch zusätzlich etwas benötigt. Also insofern fängt es dann hier schon mal an, die ersten Probleme zu haben, schon wenn man sagt, okay, gut, oh, ich nehme mir da jetzt was auf Dauermiete, ich kaufe mir ein Haus, was noch viel ärgerer Aufwand ist. Aber ja, und dadurch, dass so viele Fragen gekommen sind, den Thema betreffend Auswandern, wie lebt es sich, habe ich mir gedacht, wir werden eine kleine Videoserie machen, wo wir gezielt über dieses Thema in den nächsten Videos sprechen werden. Und eines schon vorweg, ich werde das so aufbauen, dass wir euch Step by Step irgendwie ganz einfach erklärt, also jetzt nicht hochwissenschaftlich, sondern mit einfachen Worten erklärt, wie das griechische bzw. das kretische System punkto Bürokratie hier funktioniert. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare unten ein Feedback geben, was ihr von dieser Idee haltet. Und ihr könnt auch Tipps und Anregungen hinunterschreiben, was euch im Speziellen interessieren würde. So, das war's jetzt mit unserem Ausflug nach Hania und nach Rethymno aufs Finanzamt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn wir zum Thema Bürokratie und das Leben auf Kreta weitersprechen. Also, ich wünsche euch, wenn ihr hier seid, wünsche ich euch noch schöne Tage hier auf Kreta. Solltet ihr demnächst kommen, könnt ihr euch melden.
Wir können gerne plaudern, falls ihr Fragen dazu habt. Und wenn es noch länger dauert, dann wünsche ich euch eine schöne Vorfreude auf euer Kommen zu uns hier auf Kreta.